Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Kona und wir sind hier immer noch am Haus von den LeChances und wir gehen jetzt mal rein. Und wir haben hier was freezing right down to the bone. Ja, es ist schweinekalt hier drin, da werden wir mal gleich was gegen tun. Sehr gut. Ja, ihr seht das da. Mehr Licht. Ja. Ihr seht, wir haben hier eine ganze Menge zum Untersuchen. Aber natürlich ist der wichtigste Aspekt, dass da... The woman's hopes and dreams were frozen in eternity. Ich wollte eigentlich den Fotoapparat. Behalten wir auch das Bild. Und ja, wir berühren es. Die Eisstatue. Harrow felt a cool, tingling sensation in his back. Another vision took over him. Da ist was versteckt. Something was hidden under the stairs. Gerade noch rot geleuchtet gehabt. Ah, okay. The man grabbed his rifle. Carl felt a sense of dread in him. Diese gute LeChance scheint vor irgendwas Angst gehabt zu haben. Das Bild hat noch Relevanz. Okay. Perhaps their spousal relationship had been cooling down lately. Ja, die scheinen sich wegen irgendwas in der Wolle gehabt zu haben. It seemed like secrecy was commonplace in this house. Okay. Vision's veil was lifted, and he was back to reality. A reality in which Giselle, Jill's loving spouse, was motionless, frozen in ice. September, als ich zum ersten Mal mit Jills ausging, hatte meine Mutter noch gemeint, dass er nicht gerade die hellste Kerze am Weihnachtsbaum sei, und je mehr Zeit vergeht, desto bewusster wird mir, wie recht sie doch hatte. Man sollte immer auf die eigene Mutter hören. Diese Erpressungsgeschichte ist das perfekte Beispiel. Jills ist wie ein kleiner Hund. Er glaubt, er sei größer, als er in Wahrheit ist. Er knurrt herum und denkt, er könne den Leuten Angst machen. Aber jeder weiß, dass man ihn mit einem einfachen Tritt aus dem Weg räumen kann. Er glaubt doch tatsächlich, dass er Hamilton erpressen könnte. Den Big Boss höchstpersönlich. Nur an dem Tag, an dem die Hölle zufriert, könnte mein armer Jills so etwas wirklich über die Bühne bringen. Schließlich ist Hamilton ein reicher gebildeter und einflussreicher Mann. Das mit der Erpressung ist einfach eine ganz dumme Idee. Denn mal ehrlich, die Sache ist mehrere Nummern zu groß für Jills. Er weiß ja nicht einmal, wie er sie praktisch umsetzen soll. Ich glaube auch nicht, dass er es jemals umsetzen wird. Er spuckt einfach nur große Töne in unserer Küche. Er sagt, dass er es tatsächlich durchziehen wird. Aber die Sache ist doch die, für eine erfolgreiche Erpressung muss man unglaublich schlau und gerissen sein. Und Jills ist nichts davon. Er ist ein unfähiger Langweiler und wird das auch immer bleiben. Ich sehe mir immer wieder den Safe an, den er hinter der falschen Wand aufgestellt hat und in den er die ganzen kompromittierenden Dokumente aufbewahrt, die er gegen Hamilton einsetzen will. Und ich kann es einfach nicht fassen, wie lächerlich sich die ganze Geschichte anhört. Okay. Machen wir jetzt mal ein bisschen Licht. Hier ist ja doch dunkel. Die wollten das Haus streichen, okay. Was haben wir da unten drin? Pömpel? Ah, ich kann die Wasserflasche wieder auffüllen. Das ist gut, weil mit Wasser können wir nämlich ein bisschen unseren Geisteszustand wieder in
Ordnung bringen und dann machen wir die Flasche gleich wieder voll. Ich sorge gleich dafür, dass das wirklich voll ist. Ich weiß nämlich nicht, wie sich das auswirkt im Spiel später. Wenn denn der Stand da niedrig ist, ob wir denn da einfach sterben dran oder was auch immer. Hier ist nichts weiter. Das ist ein Schmerzmittel. Sehr schön. Nix. Nix. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Gucken wir uns mal in Ruhe hier um. Wir haben ja noch einiges an Fächern. Fächern und Schubladen. Da ist nichts drin. Ich habe gerade gesagt, da ist nichts drin. Verdammt. Hier haben wir nochmal Anzünder. Moment, hast voll, okay. Das Telefon wird wahrscheinlich genauso tot sein, jawohl. Nichts. Gut. Hier haben wir aber auch noch ein paar Fächer. Ein paar Schranktüren. An die da hinten kommen wir nicht dran. Nee. Das hat sich jetzt auch erledigt. Da ist eine Uhr. Okay. Kühlschrank. Hallo. Ein Steak. Das können wir gleich mal braten. The pot was cold, and the stew inside wasn't cooked. It's likely that poor Giselle was slow cooking it before she got snapped. What a waste. Das war. Looks like the holes in that puzzle are there to stay. Tja. Dann sehen wir uns mal noch weiter um. Die Uhr macht mich fertig, weil die läuft. Definitiv, also das Uhrwerk geht, aber trotzdem stehen geblieben. Hier haben wir das. Erstmal mal da raus. Moving. What a pleasant activity. Of course. You'll find the record player only to find the records weeks later in some random box. Wir haben den Safe, ja, da haben wir glaube ich einen Teil der Kombination mit dem haben sie gesagt mit dem the General Store Halsband. Along with several more infrastructures in the area had been acquired by wealthy industrialist William J. Hamilton. Perhaps the village should be rechristened Hamiltown. Also der Laden gehörte scheinbar dem Vater. Bertrand Legends. Okay. Bertrand Legends 1948. Hab ich irgendwelche Hinweise auf den Safe, Leute? Carl, every diligent in his work, always carried his log on him. In which he scribbled down ja, Zahlenkombination. Das dürfte eisiges Geheimnis sein, ne? Moment, wo ist denn das? Da. Ja, da haben wir die 739. War dazu noch was? Okay, ich schau mal drauf. Zwei Räder. Carl had seen that kind of safe before. With its double-layered security system blending letters and numbers, its code couldn't be broken by the common burglar. Okay. Und Egon Olsen ist nicht in der Nähe. Aber das ist ja auch kein Franz Jäger. Wir kümmern uns aber noch drum. Clearly, there was some major revamping work underway here. The place looked barely habitable. Warum hat der Mountie-Hut da liegen? Polaroid-Film? Gut. Hochzeitsbilder oder sowas. Ich weiß nicht, ob jetzt von ihm selbst oder von seinen Eltern. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the Lachauses had just moved in. Kreuz über dem Bett. The cross looked after a marriage's well-being,
and served as a motivator to uphold the priest's sermons calling for more little worshippers on one hand, and cautioning against guilty pleasures on the other. Super. Indeed, the LaChances were still part of the God-fearing generation. Ich glaube eh, das war zu der Zeit noch ein bisschen mehr verbreiteter. Hier ist die Kiste, die wir in der Vision gesehen haben. Zigaretten. Da hat er das Gewehr irgendwie rausgeholt. Beautiful portrait of Jill and Giselle, bound together by the chains of conventional love. Kiste voller Liebesromane. A nice white coating would restore the room to its charm of olden days. Ah. Aber irgendwas fehlt mir noch. Ich guck mal kurz in die Dokumente. Glaube ich, der Brief, den wir draußen im Briefkasten gefunden hatten. Ja. Hm. Statt noch irgendwas. Hm. Safe hätte ich gern einen Hinweis. Nachricht von Jills. Ach, das war ja sein Entschuldigungszettel. Schuldnerliste. Bedienungsanleitung Kasse. Geheimnisvolles Tagebuch. Ne, das war... das, was wir in der ersten Vision gefunden hatten. Mensch. Ich eier hier gerade was rum. Steht da vielleicht doch noch mehr drin? Ha. Nicht so wirklich. Müssen wir hier vielleicht tatsächlich noch was finden? It felt like old people were all these walls could see for years. The LaChances could hardly be blamed for wanting to freshen things up a bit. In den Nachtkasten können wir nicht ran. Da waren wir schon dran. Kiste voller Liebesromane bringt uns jetzt auch nicht weiter. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the LaChances had just moved in. Da ist auch nichts weiter drin. Das ist der Lichtschalter. Was ich guck mal in das Notizbuch. Ob da jetzt irgendwie vielleicht noch ein Eintrag ist, den ich einfach verpennt habe. Da fehlt noch eine ganze Menge, würde ich meinen. Hm. Oh ja, da fehlt noch ein bisschen was. Schon abgegrast. Ich kenne das Rätselslösung. Aber ich wollte eigentlich auch den Hinweis dazu haben.
wir müssen hier einen Buchstaben eingeben. Und die Kombination. Oh mein, das war 739, glaube ich. Die Kombination. 739, ja. Und ich glaube, es war B für Bertram, für seinen Vater, der Anfangsbuchstabe. 739. Jawohl. William Hamilton ist ein Gauner, er erpresst jeden hier im Dorf, mich eingeschlossen, wie der berüchtigte Serapin Poudrea, ich kann das mal Französisch nicht so gerade mit dem Namen. In diesem Dokument sind Beweise für alle Bestechungszahlungen von Hamilton an offizielle Behörden enthalten, mit denen er sich seine verdammte Mine unter den Nagel gerissen hat. Die Tatsache, dass er mit seinen Schergen Angst und Schrecken hier im Dorf verbreitet, mag das Gericht in Montreal nicht überzeugen, aber dass er die Regierungsmitglieder bestochen hat, wird mit Sicherheit ausreichen. Ich kann mir schon ausmalen, wie sich das Ganze auf den Titelseiten machen würden. Die Fremden sind alle gleich. Wir werden siegen. Geschrieben mit anderer Tinte. Hamilton ist nicht nur ein Gauner, er ist auch ein Mörder. Ich nehme ihm seine Reue nicht ab. Ich glaube fest daran, dass er für sein Verbrechen bezahlen wird. Ich glaube nicht an die Magie der Indianer, aber ich glaube an ihre Rache. Okay, hat mich jetzt irgendwie nicht so richtig weitergebracht. Hat er irgendeinen neuen Eintrag? Ha. Irgendwie nicht. Aber was wir denn nur als nächstes treiben, Leute? Ich glaube, das machen wir dann im nächsten Part. Richtig was reißen können wir jetzt hier nicht mehr. Und dann sage ich an dieser Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.